ist hier die Tür. Willkommen zurück zum PC Building Simulator. Wir haben ganz, ganz viele Aufträge am nächsten 19. Und da geht es jetzt richtig rund. Erstmal haben wir einen Haufen nicht, aber wir haben hier die G-Skill. Jetzt müssen wir nur einen richtigen PC dazu finden. Bei irgendeiner Uschi. Gigabyte RAM aufrüsten, der PC war's. So, dann machen wir direkt mal die Kabel fest. Brauchen wir das nachher nicht mehr machen. Irgendwie komme ich auf keinen grünen Ast, weil ich so viele Teile bestelle, weil ich auch so viele Aufträge annehme, ne? So, dann machen wir das Ding auf. Wir müssen hier wieder den Lüfter ausbauen und müssen dabei wieder darauf achten, dass wir nach Möglichkeit die Paste nicht vergessen. Aber inzwischen, glaube ich, habe ich das schon so oft vergessen, dass mir das nicht mehr passiert. Installieren. Speicher. Das Ding soll da rein. Ich habe gerade wieder einen Fehler gemacht. Und zwar müssen wir erstmal die Clips aufmachen, sonst geht das nachher wieder nicht. Ups. Ups, so war das nicht geplant. Wieso geht das jetzt schon wieder nicht einzubauen? Mann! Ich habe doch den Speicherclip geöffnet. Unten, der ist offen, ja. Ja. Geht immer. Was soll denn der Scheiß? Willst du mich verarschen? Machen wir hier schon mal die Wärmeleitpaste drauf und dann machen wir die Dinger jetzt auf hier. Och, Leute, Mann, Alter. Ich hasse das, dieser Arbeitsspeicher. Der ist offen. Und der ist auch offen. So, jetzt bauen wir das Ding ein. Komm. Den da, Flarex. So, der ist automatisch zu. Dann müssen wir den Lüfter wieder drauf bauen. Prozessorkühlung. Warum man den drehen soll, verstehe ich auch nicht. Dann müssen wir einmal in die Kabel gehen. Und dann setzen wir das Ganze einmal unter Strom. Während der hochfährt, können wir dann gerade die Platte wieder drauf bauen und dann haben wir den Auftrag auch ausgeführt und haben da dann wieder Ruhe. Fährt hoch, wunderbar. Und weg mit dem Teil. Können wir wieder neuen. Ich könnte hier noch einen PC hinstellen, oder? Nee. Also wir sind auftragstechnisch sind wir hier echt am Arsch gerade. Können jetzt wieder einen Auftrag für den nächsten Tag annehmen. So, das war jetzt hier relativ weit oben. Da. Da ist sie. Kassieren. Und 3 Sterne. Sie haben mir ein neues Reim, aber es gibt immer noch zu viele Fehlermeldungen, um vernünftig zu arbeiten. Ja, aber da kann ich doch nichts für. Da musst du mir doch sagen, was kaputt ist an deinem Hobel, du dumme Kuh. So, neue Teile verfügbar, interessiert uns nicht. Den können wir auch verwerfen. Jetzt können wir wieder einen Auftrag für den nächsten Tag annehmen. Arbeiten wir uns mal von unten nach oben durch. Dinner. Grafikkarte auf 60 GB RAM aufrüsten. Was hast denn du drinne? Eine Das ist dein Speicher? DFL Motiv 8 GB 8 OR 4 GB DFL. Jetzt muss ich mal im Shop gucken hier. DFL, da haben wir hier, müssen wir 2 Stück davon bestellen. Und das kommt dann in 3 bis 5 Werktagen. Dann können wir den Auftrag annehmen. Und dann gehen wir in den nächsten Tag. Wir haben jetzt hier Upgrade-Anfrage. Kriegen wir dann eine Zustimmung? Upgrade-Anfrage. Muss abschließen. Upgrade-Anfrage. Welche ist denn das? Irgendwas haben wir da noch. Upgrade-Anfrage für den 22. soll das fertig sein. Wir müssen mal gucken, was für ein PC das ist hier. Die Bauteile müssen ja schon da sein, theoretisch. 26. das ist der hier hinten. Nee, hä? Ich habe hier keinen mit Datum vom 22. Was soll denn das? Was für einen sollen wir denn da abschließen? Muss Aufgabe abschließen. Upgrade-Anfrage. Aber welche? Müssen wir mal gucken hier. E-Mail-Eingang nochmal durchgucken. So, bis zum 22. Hearthstone. Zum PC. Ach, das ist der da, ne? Aber was für eine Grafikkarte wollen wir denn da reinbauen? Da ist noch eine 1050 drin, oder? Was habe ich denn noch auf dem Lager an Grafikkarten?
Wollen wir die da einbauen? Das kann natürlich sein, dass wir die einbauen wollten, ne? Wir probieren es nochmal, oder? Na, entfernen. Installieren. Grafikkarte. Die da, ne? Kabel. Ah, die wird nur gesteckt. Okay. Das ist tatsächlich der Auftrag. Wahnsinn. Schaffen wir da heute doch noch einen. Sehr schön. Ich habe es ein bisschen übertrieben mit den Aufträgen, oder? Was sagt ihr dazu? Dann machen wir das Gehäuse zu. Haben wir das nämlich auch erledigt. Betriebssystem fährt hoch. Dann machen wir nochmal Will It Run. Was wollt ihr spielen? Hearthstone, ne? Jo, das passt. Okay, weg mit dem Teil. Wieder ein Auftrag fertig. Sehr schön. Können wir da hinten in der Ecke noch einen reinstellen? Wir haben echt keinen Platz mehr für PCs hier, ne? Total am Limit, ey. Total am Limit. So, kassieren. Und eine 5-Sterne-Wertung. Woo! Was haben wir denn an Bauteile von dem noch über? Die Grafikkarte, die können wir verkaufen, ne? 40 Öcken. Weg mit dem Teil. Wenn wir dran denken, sowas mal eben schnell zu verkaufen. Dann können wir, wie gesagt, einen neuen Auftrag 3D-Leistungswert von 3531. Das wäre natürlich jetzt mal eine interessante Nummer. Da brauchen wir aber mehr Erfahrung für. Bis zum 31. willst du ein 3D-Mark-Upgrade haben. 3D-Upgrade. Wir hatten noch irgendwo noch einen Reinigungsauftrag, ne? Habe ich vorhin gesehen. In so einem Augenwinkel. CPU-Aufrüstung, Staubreinigen. Da hätten wir einen. Diagnose stellen, reparieren. Den nehmen wir. So, also eine Fehlersuche sollen wir da machen. Das ist cool. Gut, dann haben wir heute nichts mehr zu tun. Gehen wir in den nächsten Tag. Da gibt es dann wieder ganz, ganz viel zu tun. Und da haben wir erstmal Bauteile. Grafikkarte. Okay, fangen wir mal an. Also, Grafikkarte aufrüsten, Gigabyte RAM aufrüsten, CPU aufrüsten, Grafikkarte, HDD. Welcher PC ist denn heute jetzt gekommen? Von welchem Typen? Wie hieß denn der? Das war der Real Chess, irgendwas. Weil das wird ja jetzt unser Meisterstück. Steht hier aber noch nicht, ne? Nehmen wir mal erstmal den CPU, das war der hier. Gucken wir bei dem mal zuerst. So, also, der sollte den i5 drin haben. Dann entfernen wir hier erstmal die Lüftung. Und da ist ein i5 drin, genau. Und der kriegt jetzt ein i7 von uns eingebaut. Installieren. Prozessor. Den i7, den bekommst du da rein, der passt ja. Den wieder zu. Ist das der richtige Auftrag? Hoffentlich. Aber ich denke schon. So, dann die Wärmeleitpaste wieder nicht vergessen, das kennen wir ja schon. Da bin ich ja ganz gut drin. Dann haben wir die Prozessorkühlung. Installieren. Okay. Kabel. Dann soll das ganze Ding getestet werden. Dann müssen wir die Kabel hier hinten wieder anschließen. Gut, dass man da nicht immer hingucken braucht. Ich hoffe, dass ich die 1000 Öcken jetzt demnächst zusammenkriege, dass wir das nicht mehr machen brauchen. Zack, einmal Strom. PC-Teile. Die Außenwand. Fährt hoch, im Flur abstellen und dann haben wir wieder einen Auftrag weg. Zack. So. Von unten nach oben müssen wir mal gucken. Der ist fertig. Da können wir kassieren. So, eine hohe Wertung bekommen wieder. Sehr schön, wieder ein Auftrag weg. Grafikkarte aufrüsten. Haben wir eine Grafikkarte heute angeliefert bekommen? Ich glaube ja. Aber jetzt, ich will gerade mal nochmal diese Fehlersuche hier.
Auf dem Weg. Ah, der ist noch gar nicht da, der Rechner. Oh. Konto überzogen. Verwerfen. Neue Teile verwerfen. Gut, dann... wollen wir hier mal kurz reingucken. Ah, genau, ja, das war die Grafikkarte. Die wollten wir einmal aufrüsten. Da sollte ja die 1050 reingehen, die wir bestellt haben. Glaube ich zumindest. 4 GB. Was ist, wofür haben wir die eigentlich? Verkaufen wir mal. Das können wir auch verkaufen. Dann brauchen wir dem eine 1080 da. Da rein. Entfernen. Müssen wir hier einbauen. Okay. Wenn Sie das sagen, dann bauen wir das Ding da ein. Kabel. Das passt. Wieso ist die Grafikkarte jetzt? Hä? Fehlt mir da noch irgendwas? Was stimmt denn da jetzt nicht? Die geht doch da rein, ich wollte es doch sagen, Alter. Entfernen, da müssen wir einfach nur einmal eine Klappe rausnehmen. Dann geht das Ding nämlich da rein. Da. So. Jetzt sollte es funktionieren, hoffentlich. So, jetzt muss das, ist das Ding jetzt gesteckt, oder? Muss das noch verkabelt? Das muss noch verkabelt werden, ne? Aber warum nimmt er das Teil nicht? Hä? Bin ich da jetzt zu blöd für? Ich glaube, ich bin da zu blöd für, ne? Ui, da läuft es im Hintergrund wieder rund hier. Ups. Mein Fehler. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, warum das. Warum nimmt er die Grafikkarte nicht an? Was ist dein Problem? Lass uns mal hochfahren, das Ding. Mal gucken, was passiert. Ob ich es dann komplett zerschieße. Die 1050 wird ja normalerweise auch nicht gesteckt, ne? Zumindest nicht die OC. Machen das Ding mal an, mal gucken. Fährt hoch. Jetzt müssen wir aber nochmal gucken hier. Tim Raubold heißt er. Tim Raubold, da unten ist er. Mein PC schleicht wie eine Schnecke. Gähnen. Wie können wir können Sie die Grafikkarte aufrüsten? Mein Sohn schwärmt mir laufend was von 3D-Mark vor. Was ist das überhaupt? Haben Sie schon mal von Sean gehört? Sie soll unglaublich toll sein. Der hat eine 1050 drinne gehabt. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht, das... Was soll denn das jetzt? Muss ich da irgendwo noch ein Kabel installieren? Ne, das ist nur ein Kabel, ne? Muss ich da noch irgendwas anderes installieren? Oder festmachen? Der läuft doch, der PC, ne? Nicht. Müssen wir das BIOS öffnen oder so? Chipsatz. CPU, RAM, GPU. Ah, das ist doch besser als die Grafikkarte, die ich herausgebaut habe, oder? Bin ja ein bisschen irritiert hier. Meint ihr vielleicht das Netzteil? Dass ich ein neues Netzteil anbauen soll? Weil das ist ja ein Shaw, Power King. Kann es sein, dass es vielleicht daran liegt, dass er die Grafikkarte nicht erkennt oder was?
Eine Bekannte meinte, sie arbeiten mit Computern. Mein PC schleicht wie eine Schnecke. Können Sie die Grafikkarte aufrüsten? Das verstehe ich jetzt nicht. Also es sind auch kaum Informationen, ne? Ich habe doch eine neue Grafikkarte reingebaut. Der hat das Ding doch mit einer 1000, mit einer 79 angeliefert, ne? Bauen wir das Ding nochmal aus. Verstehe ich jetzt nicht. Ich glaube, ich muss mir nochmal die alten Folgen angucken und mal schauen, was mit dem PC los war. So, da, den i7, den haben wir heute schon erledigt. Ey, irgendwie verstehe ich das nicht, ne? Warum nimmt denn der die Grafikkarte nicht an? Die ist doch besser als die alte, die wir eingebaut hatten, oder? Also, ich würde sagen, in der nächsten Folge, ich gucke mir das nochmal an, was mit dem PC genau war. Oder was dort eingebaut war. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Und dann werden wir das Problem mit dem PC hoffentlich lösen können. Oder ihr schreibt es in die Kommentare. Vielleicht findet ihr es ja vor mir. Und in dem Sinne von mir, wie immer, ein gepflegtes Reingauen. Bis zum nächsten Mal. Tüdelie!